Leute, ich hab Scheiße gesucht und ihr wisst es, ich spiele die ganze Zeit GTA. Übrigens ein Spiel, was ab 18 ist, wo ich auch in GTA Sex hab mit Frauen. Das ist noch nicht passiert, das würde es noch nicht geben, keine Sorge. GTA, eine ganz wilde Nummer und wir haben jetzt hier den neuen GTA-Teil, meine Freunde. Der neue GTA-Trailer ist endlich draußen. Affe mit Waffe hat brandneues Material für uns, meine Freunde. GTA Buxtehude kommt raus und wir freuen uns unglaublich auf den neuen GTA-Teil, meine Freunde. Ich bin richtig gespannt, was uns da erwartet. Das wird eine ganz wilde Nummer. Spiel als Montana Black, Mehmet oder Gixen, keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Rein in die Olga. Ich habe das euch so noch nicht erzählt. Also was jetzt, ist jetzt nichts, was ich euch verheimliche. 22614 ist die Hood und alleine nur die Vorstellung, eine andere Postleitzahl auswendig zu lernen und das nicht mehr sagen zu dürfen, weil man nicht mehr in dieser Hood wohnt, ist schon eine komische Vorstellung, weil es halt einfach nicht eine kleine Veränderung ist, sondern No fucking way. Eine große Veränderung. Ich werde definitiv Buxtehude verlassen. 22614 ist leider nicht mehr meine Hood. Ich habe meine Hood leider selber kaputt gemacht. Fühl mich einfach auch. Der Lambo, Junge. In meiner Hut wohl. Leute pilgern zu 100-fach während der Ferienzeit zu Mehmet, um den Döner zu essen. Das ist eine komplette Mod. Und denken, es wäre ein cooler Ausflug, da nochmal bei mir vorbei zu schauen. Wie krass. Weil wenn man sein ganzes Leben in einer Stadt wohnt, glaube ich, egal wie sehr es möchte, es wird einem trotzdem schwerfallen, glaube ich, oder? LOL, Alter, was geht ab? Ja, moin. Das müssen wir auf jeden Fall mal zocken. Das sollten wir auf... Chat, eins in die gottverdammte Ding hier, in die Chat, in die Tastatur reinballern, Alter. Wenn wir das mal spielen sollen, Alter. GTA Buxtehude. Da habe ich aber richtig Bock, als Montana Black die Straßen unsicher zu machen. Mit dem grünen Lambo rein da, Leute. Das ist aber eine geile Nummer, Alter, wirklich. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht abwertend. Ganz genau. Hört erstmal zu, bevor ich drüber lustig mache. YouTuber Montana Black hat das jetzt allen Ernstes getan. Wie funny, Alter. Halt deine Schnauze! Das ist Kylo, Junge, wie geil! Würdest du dich mal äußern? Junge, was ist das? Meinte, Junge, können wir ein Foto machen? Mit dem Augenschein auf die Schnauze. Junge, was ist das? Das ist Mehmet. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Ne, da ist Mehmet gewesen. Monte, sag uns sofort deine neue Adresse oder wir schießen. Ne? Da sehe ich mich drin, Digga. Ey, was? Liebe für Gamers Only. Junge, was ist das? Es geht, Lambo, Junge! Krank viel Arbeit. Oder wollen sie so ein? Alles schön und gut. Orion, Digga. Ey, wie krank gut ist das, Digga. Das müssen wir auf jeden Fall spielen, Mann. Aber vertraut mir, fang mit der Scheiße gar nicht an. Da ist Knossi. Check mal aus. Da ist einfach fucking Knossi im Casino. Wie geil. Knossi kann gerade nicht ans Telefon kommen. Er hat in letzter Zeit zu viele illegale Glücksspiele gemacht. Ja, hallo? Wir haben deinen Hund entführt. Du hast 8 Minuten Zeit, um zu Pier zu fahren. Boah, wie krass viel Arbeit dahinter steckt, Digga. Wie geisteskrank, Mann. Oder Kylo wird was passieren. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Ja, Mann. Tschüss. Sohn. Einzig Chat, dass ich mal die Bude war hier. Wie kann das, Mathe, denn nicht, wenn irgendwas in dem Auto jetzt zu Schaden kommt, du bezahlst. Ey, das alles da einzusprechen und sowas einzuspeisen, wie krank. Für GTA San Andreas müssen wir auf jeden Fall zocken, Leute. Machen wir. Wir haben unbefugt privates Territorium betreten. Ah, nee, ne? Wer hat danach gefragt? Da bist du ja, Agent. Also, eure Mission ist es, die Aliens auszuschalten und an die geheimen Unterlagen zu kommen. Schnappt ihr den Fallschirm und dann geht es los. Digga, was für ein Film. Heute ist ein schöner Tag. Hatte ich den Fallschirm vor... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich hab gedacht, der Fallschirm öffnet sich von alleine, Digga. Oder hatte ich ihn vorher gezogen? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Lul. Digga, also das werde ich auf jeden Fall mal machen, Digga. Das spielen wir auf jeden Fall. Das sieht echt funny aus. Krasse Arbeit, Affen mit Waffe, Digga.
Oder wollen Sie